Zurück vorne zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. In der letzten Folge hatten wir ziemlich wilde Bugs, die ausgelöst wurden anscheinend durch das Peanut Butter Item, wurde mir auch nochmal gesagt, und ich soll mich davon fernhalten, richtig. Und ich habe mir gedacht, wir spielen heute mal den Greedier Mode, einfach weil wir dort auch eine hohe Chance haben auf Items. Und wen kriegen wir? Bloß nicht Azazel, hör auf. Eve, okay, Eve ist super für den Greedier Mode. Eve ist perfekt für den Greedier Mode. Erstmal bei mir das Spiel lauter machen, sehr schön. Okay, wieso? So, man muss reinklicken. Okay, let's go, Mann. Und was haben wir hier? Das ist auf jeden Fall kein neues Item. Egal, ist okay. Ich lasse es erstmal liegen. Oh, das Item ist cool, ist aber auch verbuggt, ne? Man kann sich selber damit umbringen. Ich weiß aber nicht, ob es gefixt wurde mittlerweile. Man sagt ja, dass das Item zusammen mit dem multidimensionalen Baby dafür sorgt, dass du selber Schaden kriegst von deinen Schüssen. Also es liegt jetzt nicht an der Mod, sondern an Edmund Macmillan. Die haben das irgendwie reingebackt hier, ne? Nicht wahr? So, pass auf. Da ist dieser Bettler. Wir haben dies nicht, das nicht. Gut, dann lass uns mal... Na, vielleicht ist hier noch Leben drin. Kackhäufchen. Das ist sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, machen wir alles kaputt. Eine Münze, das ist unsere Glücksmunze. Munze. Let's go, Mann. Eigentlich setze ich den Razorblade gerne hier im Raum ein, weil wir dann den Vogel aktivieren, Damage Boost bekommen und dann nochmal Damage Boost durch den Hof Babylon Effekt. Also, so sollte man mit Eve eigentlich spielen. Aber naja, jetzt haben wir es so gemacht. Eve ist eigentlich voll gut für den Greedier Mode, ne? Eve ist wirklich ein krasser Charakter. Also falls ihr Probleme mit dem Greedier Mode habt, dann nehmt Eve unter anderem. Samson ist auch ziemlich gut. Samson kann auch halt Damage nehmen und dadurch halt auch ein Damage ab, wenn man viel Leben hat. Ja, also es gibt viele gute Charaktere. Am schwersten wird es, glaube ich, mit Lazarus. Judas hat das Buch, ist auch nicht schlecht, Mann. Azazel, okay, der ist auch ziemlich stark, so oder so, der ist überall stark. Aber seine Range, ne, sollte man nicht unterschätzen oder überschätzen. Man denkt sich natürlich, boah, Azazel startet mit einem fucking Brimstone. Warum bin ich tot? Oh, der Brimstone war zu kurz und ich bin in die Gegner immer wieder reingerannt. Nein, ich spreche nicht aus Erfahrung. Du sprichst aus Erfahrung. Okay, so, pass auf. Zack, machen wir die Dinger hier kaputt. So, ich glaube, es freut viele, dass wir jetzt mal wieder den Greedier Mode spielen und mal den Booty wiedersehen von Mr. Ultra Greed, nicht wahr? So, bitte nicht treffen. Ja, sehr schön. Einfach mal alles kaputt machen hier. Blups, blups, blups. Ich habe schon ehrlich gesagt vergessen, wie man am besten gegen Ultra Greed kämpft. Er ist gefährlich, Mann, er ist gefährlich. Wie viele Wellen gibt es denn noch? Meine Fresse, wir sind jetzt bei der 9. Welle. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, auf Wiedersehen. Was haben wir hier? Okay, okay. Ich würde sagen, wir sparen jetzt noch ein bisschen Geld, weil ich dieses Item haben will. Ich bin voll heiß drauf. Hier liegt noch eine Münze. Okay, pass auf. Wir sollten es eigentlich hinbekommen, nicht wahr? Let's go. Ich hoffe, der Bosskampf wird jetzt nicht übel. Sind super Form auf jeden Fall. Sollte man aufpassen. Es könnte sein, dass wir gleich sterben. Das wird kacke, Mann. Das wird sehr kacke. Aber hey, dann machen wir einfach weiter. Ganz normal. Oh, shit, 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 shit. Okay. Volle Konzentration. Warte mal, die Spawn-Kackhäufchen. Die sollte ich auf jeden Fall liegen lassen. Oh, stimmt ja. Wenn ich zu langsam bin, spawnen ja direkt der Nächste. Oh, oh. Okay, jetzt müssen die Schüsse treffen. Jetzt muss ich hier die Dinger loswerden, aber die Kackhäufchen nicht kaputt machen. Erst, wenn wir hier fertig sind. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Volle Konzentration jetzt gerade. Ziemlich gefährlich jetzt. Dieser Kollege hat aber kaum mehr Leben. Okay, jetzt haben wir nur noch den Kollegen und die Fliegen one-hitten wir, oder? Die one-hitten wir. Sehr schön. Das hilft auf jeden Fall sehr gut ranzukommen an dieses Mistvieh. So. Gott, ey, diese Superform jetzt hier auch noch. Meine Güte. Okay, eine Fliege nach der anderen und dann ein bisschen auf ihn konzentrieren. So, jetzt am besten. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da schützen sie ihn. Verdammt nochmal. Arbeitet für mich. So, er hat gut kaschiert. Er hat kaum noch Fliegen um sich herum. Jetzt wehrt er sich selber mit seinen Schüssen und er müsste jetzt gleich tot sein. Sehr gut, jetzt die Fliegen noch eliminieren. Und gleich kommt die Chance auf einen Devil Deal. Das wird natürlich auch ein bisschen schwer. Da müssen wir gucken, wie wir es machen. Als erstes holen wir uns das hier. Chaos natürlich auch sehr interessant. Oh, ist das nicht das Candle Kit, das ziemlich OP ist? Vielleicht ist es gut, dass wir es nicht bekommen. Komm, wir nehmen den Schlüssel mit und setzen es einfach mal hier ein. Hallo, das ist ein Spiegel. Mirror, I'm the enemy. Ah, Moment mal, da portet man sich irgendwie... Da portet man sich doch hin und her, oder? Oh, scheiße, was macht das Ding nochmal? Ich hab's voll vergessen. So, erstmal die Dinger hier kaputt machen für ein bisschen Geld. Vielleicht kriegen wir noch ein rotes Herzchen. Das würde... Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. 5 Münzen haben wir. Okay, wir machen das so, dass ich mir jetzt Schaden mache. Wo ist mein Hof-Babylon-Effekt? Hof-Babylon-Effekt, kommt schon! Oh, shit. Das ist erst, wenn ich den Raum neu betrete, oder was? Okay, was haben wir hier? Wir haben dich. Okay, gut, mit diesen Laser-Items. Das ist auf jeden Fall ziemlich sexy. So. Okay. Das ist nur Pin. Achso, ich dachte, das ist gerade eine heftigere Version von Pin.
Der Sackdagger, und da ist auch wieder dieser Brimstone, den man vielleicht sogar öfters einsetzen könnte. Und das wäre bestimmt irgendwie ziemlich lustig. Aber irgendwie habe ich voll Bock auf mein Razorblade. Und irgendwie habe ich voll Bock auf Angel Deal Items. Ganz viele Brimstones einsetzen, weil es ja immer wieder aufgeladen wird. Das könnte lustig werden, nicht wahr? Wollen wir es mal versuchen? Ja, komm, wir nutzen mal neue Items. Okay, okay, komm, wir nehmen das hier mit, haben jetzt ein Space-Item. Und das kann man öfters mal einsetzen im Raum, das ist auch ziemlich cool. Auf Chaos verzichten wir jetzt und gehen jetzt erstmal in die nächste Ebene. Oh, schade, ich vermisse jetzt schon den Razorblade-Effekt. Ich vermisse ihn jetzt schon, Mann. Okay, egal, aber vielleicht ist das hier noch lustiger. So, da ist ein Spiegel. Diesen Spiegel hatten wir noch nicht. Aber ich glaube, da porten wir uns rum. Also wir tauschen Position mit dem Gegner. Oder verwechsel ich das Item? Keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Na gut, ich schätze, ich nehme dich mal mit. Bisschen unsere Feuerkraft erhöhen. Okay, was ist das hier? Pfeffer. Da kann ich mich erinnern. Das hatten wir auch mal. Ich nehme mal ganz kurz den Schlüssel mit. Also unser nächstes Ziel ist Pfeffer. Let's go. Und ein kleines Damage up. Sehr schön. Okay, okay, okay. Lass uns das Ding jetzt mal einsetzen, das irgendwie nicht eingesetzt wurde. Wieso funktioniert's nicht? Oh nein. Es ist nichts passiert. Es ist gerade nichts passiert. Wieso? Das macht doch diesen Brimstone. Ja, das war das Item. Oh nein. Was ist denn jetzt passiert? Funktionieren die neuen Items nicht, oder was? Oh Gott. Es passiert nichts. Ich drück Space und es passiert nichts. Oh, was, wenn Pfeffer nicht funktioniert? Was, wenn die neuen Items alle nicht funktionieren? Weil wieder irgendetwas schiefgelaufen ist. Weil ich natürlich für jeden Streaks immer deinstallieren muss und wieder neu installieren. Oh Gott. Wer, es ist was schiefgelaufen. Es passiert einfach nicht. Razorblade. Okay, okay. Was ist jetzt das Problem? Was ist jetzt das Problem? Ich habe die API installiert. Ich habe alles installiert, Mann. Schauen wir mal, was Pfeffer macht. Okay, wir haben immer noch nicht genug Geld für Pfeffer. Na gut, dann machen wir das jetzt mal hier. Scheiße, Mann, ich dachte, wir können richtig viele Brimstones aktivieren. Richtig viele Brimstones, die uns verfolgen. Das wäre voll sick, Mann. Na gut, immerhin haben wir jetzt hier diesen Blitzangriff. So, zack, 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 zack. Lalilu, didu. Okay. So, sehr schön. Und das wär's. Okay, lass uns mal Pfeffer kaufen und hoffen, dass es was richtig Cooles ist. Es ist ein Space-Item, das ich eingesetzt habe und es passiert nichts. Oh mein Gott. Wieso funktionieren die ganzen Space-Items nicht? Oh, dann machen wir jetzt einfach einen ganz normalen Run. Ich will jetzt nicht nochmal neu starten. Nö, ich weigere mich. Ich starte jetzt nicht neu. Ich schnapp mir jetzt das hier, damit ich im Devil Deal was snacken kann, oder? Warte mal, vielleicht macht Pfeffer auch nur was bei Gegnern. Lass uns mal kurz testen. Warte mal. Nicht zu voreilig entscheiden, okay? Diese Typen jetzt erstmal zerlegen. Ziemlich easy eigentlich. Ziemlich easy und simpel. Auf Wiedersehen. Und guten Tag, Krampus. Testen wir gleich einfach mal. Vielleicht macht Pfeffer etwas bei den Gegnern, ha? Vielleicht würze ich sie ein bisschen und keine Ahnung. Okay, ich habe ein Herzchen bekommen, das ist sehr schön, aber das kann ich nicht mitnehmen, weil sonst habe ich meinen Horn of Babylon-Effekt nicht mehr. Okay, vielleicht macht es immer noch etwas bei Gegnern, okay? Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. So, hier sind noch Kackhäufchen, da ist eine Münze drin, super. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Ich bin vollkommen zufrieden bis jetzt. Ha! Was mache ich denn falsch? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe alles so gemacht wie sonst auch immer. Schwöre. Okay, das ist auf jeden Fall ein HP-Upgrade, das ich nicht mitnehmen kann. Außer hier ist eine Blood Donation Machine oder so ein Shit. Okay, was haben wir hier? Noch ein neues Item. Das hoffentlich funktioniert, Mann. Hoffentlich ist das ein Space, ein passives Item. Ich brauche fucking passive Items, okay? So, pass auf, wir nehmen das hier mit. Öffnen jetzt das hier. Und hier drin ist, ein sehr schniekes Item. Nehmen wir mal mit. Zacki, zacki, Raum gehe ich jetzt nicht rein. Hier gehe ich nicht rein. Okay, dann setze ich jetzt mal gleich den Pfeffer ein, während Gegner im Raum sind. Boom. Okay, Space Items funktionieren nicht. Space Items funktionieren nicht. Schön. Es kann auch an mir liegen. Es kann an der Mod liegen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich mache jetzt einfach professionell weiter. Und hoffe, dass ich jetzt ein paar andere Items bekomme. Wenn das Item da oben jetzt wieder ein Space Item ist, ne, weine ich. Dann weine ich aber. So, weg damit. Zack, zack, zack. Nochmal Pfeffer einsetzen. Yes. Wir bräuchten ein bisschen Lacker. Ein bisschen Lacker wäre gut, damit wir unsere Spritzen öfters einsetzen.
denn die Spritzen sind mega krass. Wir haben Hankman übrigens, auch sehr gut, um irgendwo ranzukommen. Meistens ist im Shop irgendetwas, wo man hin möchte. So, Pfeffer! Passiert nichts. Shit! Okay. Zack, 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 zack. Ach so, wie hat euch eigentlich das Thumbnail gefallen, ne? Haben wir schnell schnell eins gebastelt. Ist cool, ne? Ich glaube, ich verwende es jetzt einfach. Sieht aus wie ein echtes Zombie, oder? Zombie-Thumbnail sind ja auch manchmal selbst gezeichnet und sehen so ähnlich aus. Ich habe ihm das abgekauft. Ein echtes Zombie ist das. So. Auf Wiedersehen und mit den Blitzen ein bisschen arbeiten. So, jetzt kommt das nächste neue Item. Dafür spielen wir ja die Mods, nicht wahr? Um neue Items zu bekommen. Okay, hat es irgendetwas gemacht? Irgendwelche Stats verändert? Hat es nicht. Gut, vielleicht macht es ja auch was anderes, ne? Vielleicht hat es einen ganz anderen Effekt. Who knows, Mann? Who knows? Who knows? Wir müssen mal irgendein Item finden, das funktioniert. Also, wo wir wissen, welchen Effekt es hat, weißt du? Ein passives. Wenn das auch nicht funktioniert, dann ist irgendwas schiefgelaufen bei der Mod-Installation, aber egal. Egal, 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 egal. Pfeffer! Pfeffer hat keine Auswirkungen. Shit, Mann. Shit, shit, shit. Okay, eigentlich ist hier Hankman auch super, um diesen Boss hier zu bekämpfen, aber ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht verschwenden. So, da hüpft er jetzt runter, sehr schön. Da gehen wir jetzt hoch und attackieren ihn von oben. Bitte wechsel nicht die Position. Shit, er wechselt die Position. So, Konzentration, ja genau, nicht davon treffen lassen. So, switch die Position, my friend. Switch die Position, sehr gut. Ups, bloß nicht rein. Oh, hätte die Spitze getroffen, er wäre schon tot, Mann. So, und du müsstest jetzt eigentlich aufgeben. Boom. Ach, das war noch gar nicht der Boss. Okay. So, was haben wir hier? Oh, die zwei. Oh, die drei. Heilige Scheiße. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ups, 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 ups. Da hat mich etwas erwischt. Und zwar die rote Spur. Das ist ja doch gar nicht so easy. Ich nehme das Ding mit. Ich habe Angst. Oh Gott. Autsch. Das ist ja doch gar nicht so easy. Was haben wir hier drin? Eye of Belial. Oh, bitte gib mir das irgendwie. Okay, wir haben auf Babylon-Effekt. Jetzt müssen wir aufpassen, Mann. Bloß nicht an diesem Ding hier sterben. Er gibt uns. Das Spinnbaby. Eye of Belial. Ich hätte dich sehr gern. Aber leider kriege ich dich nicht. Scheiße. Ja, hiervon kann ich mir jetzt nichts mitnehmen. Außer vielleicht einen Schlüssel, der ist gerade im Angebot. Sehr schön. Ich kann doch einmal hier reinglubschen. Let's go. Wenn schon, denn schon. Zwei Schlüssel bekommen. Hätte ich mir natürlich das Geld sparen können. Aber hey. Egal, 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 egal. Hier ist noch ein rotes Herzchen. Die könnte ich auch mal mitnehmen, um in den Zacki-Zacki-Raum auf der nächsten Ebene reinzugucken. Jetzt kann ich es auch mitnehmen. Booms, okay. I don't need it. Let's go weiter. Machen wir das noch kaputt. So, gleich auf der nächsten Ebene auf jeden Fall den Horf Babylon-Effekt holen. Ich habe da irgendwie ein sehr schlechtes Gefühl bei dieser Sache hier, bei diesem Run. Ich weiß auch nicht. Womp. Let's go. Guten Tag. Okay, das verwandelt Gegner in Scheiße. Das könnte ich... Funktionieren eigentlich normale Space-Items oder ist komplett alles jetzt im Ass? Nee, die Plazenta können wir nicht mitnehmen. Das ist echt scheiße. Hätten wir Razorblade, wäre es gut. Aber so nicht. Oh, da ist der Apfel. Den nehmen wir auch gleich mit. Wir haben gar keine Bomben gehabt bis jetzt, ne? Den Apfel würde ich gerne haben. Ach, das ist ja gar nicht der Apfel. Das ist der andere Apfel. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Bekommen ein blaues Herzchen. Wunderbar, 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 wunderbar. Pass auf, das blaue Herzchen würde ich gerne irgendwie da oben hinschieben. Das machen wir jetzt mit diesem Ding hier. Pass auf, guck mal, ich zeige euch jetzt ziemlich krasse Tricks hier. Flups, so, pass auf. Und jetzt, der muss aber ein bisschen zur Seite. Bisschen zur Seite, so, in die Nähe von diesem Ding hier auf jeden Fall. Jetzt kurz Schaden nehmen. Okay, das ist ziemlich kacke. Das Ding muss weg. Zack, 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 zack. Und raus hier. Boom. Fuck. Oh, ich hab den... Oh, das gibt's doch nicht. Shit. Wo kam das rote Herzchen denn jetzt her? Verdammte Kacke. Okay, machen wir das Ding jetzt mal kaputt. Scheiße. Wo kam das rote Herzchen jetzt her, Mann? Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. So, pass mal auf. Hier ist eine Bombe auf jeden Fall. Das ist cool, das ist cool. Das schnapp ich mir. Und hier könnten wir jetzt ein bisschen mehr draus bekommen. Wir bekommen tatsächlich viel mehr. Sehr schön, und wir können uns gleich mal den Apfel holen. Mal gucken, ob jetzt unser Space-Item funktioniert. Booms, in Kackhäufchen verwandelt. Und wir haben ein Trinket, mit dem die Kackhäufchen was droppen. Mal gucken, ob es funktioniert. Das funktioniert, sehr schön. Das ist ja witzig, das ist ja cool, Mann. Das ist eine gute Combo. Das ist eine sehr gute Combo, aber nur sind wir jetzt verdammt schwach. Aber es geht, Mann. Es geht. Okay, es geht nicht, es geht nicht. Angst, Angst, Panik, Angst, Panik, Angst, Panik. Oh, Mama, Mama, Mama. So, mach das hier kaputt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, wir haben unser Space-Item gleich aufgeladen. Wenn es zu viele wird, können wir sie schön verwandeln. Das Item ist ja ziemlich gut eigentlich für den Greedier-Mode, ne? Das Item ist ziemlich gut für den Greedier-Mode. Hi, ho.
So, okay, da ist es aufgeladen. Wir warten aber erstmal, bis zu viele da sind. Oh, 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 ist gefährlich, ist gefährlich, ist gefährlich, ist gefährlich. Okay, das sind ziemlich viele. Aber ich warte, glaube ich, noch eine Welle. Vielleicht bei der letzten Welle einfach einsetzen. Autschi, autschi, autschi. Okay, okay, einsetzen. Heilige Mama. Jetzt kommt die letzte Welle. Was ist das? Oh Gott. Okay. Wir hatten da blaue Herzchen, nicht wahr? Gut, die schnappe ich mir auch. Oh. Okay, was macht dieser Regenwurm nochmal? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er ziemlich nicht gut war. Erstmal hole ich mir aber das hier. Und dann schnappe ich mir den Shit hier. Vielleicht schnappe ich mir noch eins hiervon? Nein, ich nehme erstmal das Ding hier. Okay, was macht das? Gravity up. Oh nein. Okay, gut. Die Mod Space Items funktionieren nicht. Gut, die funktionieren nicht. Irgendetwas funktioniert da nicht. Ich schnappe jetzt das Herzchen einfach, damit wir wenigstens noch ein bisschen überleben. Okay, let's go. Es wäre cool, jetzt das Batteriebaby zu haben, damit ich das vielleicht also immer einsetzen kann, so ganz oft einsetzen kann. Oh Gott, das ist... Oh Gott, das sind die zwei. Hi. Na, wie geht's euch? So. Ups, 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 ups. Konzentrieren, konzentrieren, konzentrieren. Ei, bloß nicht verlieren. Oh shit, ist hier viel los, Mama Mia. Ach du heilige Scheiße. Vielleicht setzen wir hier Hankman ein. Vielleicht setzen wir hier Hankman ein. Oh mein Gott. Oh, hi. Okay, tschüss. Alles klar. Sehr gut. Irgendwie überlebt. Oh, Brimstone. Nee, macht er nicht. Okay, easy war das. Voll einfach. Voll einfach. Bin fast eingesleept. Okay, let's go. Was ist hier? Na klar, ist hier Lift. Na klar, ist hier Lift. Okay, okay, okay. Kein Problem, kein Problem. Wir sind doch stark genug, oder? Da ist noch ein Auge. Wir sind stark genug, Mann. Wir sind stark genug. So, Krampus kann schon mal nicht auftauchen. Das ist sehr schön. Flops, 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 flops. Einfach attackieren. Die Spritze hat getroffen. I like it. Das Ding stört uns jetzt ein bisschen dabei. Oh Gott. Ich hab einen Hit noch und ich bin tot. Ich bin Geschichte dann. Okay, ein Hit noch und ich bin Geschichte. Das ist ein Problem. Ein riesengroßes Kackproblem. Okay, okay, okay. Dankeschön, Spritze. So, komm jetzt runter. Nein, da ist noch eine Spritze. Spinne. Okay, könnt ihr die Spinne jetzt bitte sterben? Komm her, komm her, komm her, komm her. Konzentration. Wenn sie gleich einen Brimstone-Angriff macht, dann bin ich ja voll im Arsch. Wie soll ich denn da ausweichen? Wie soll ich denn da ausweichen, wenn sie gleich einen Brimstone macht? Oh oh. Oh oh. Knappe Scheiße, was? Knappe Scheiße, Mann. Ich bin noch im Rennen. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ich bin noch im Rennen, Mann. Ich bin noch im Rennen. Huh. 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 Schwindelig? Mir ist nicht schwindelig. Ich nehme das Ding noch mit. Ist cool. Und die Bombe, die ist im Angebot. Okay, let's go. Schlüssel haben wir noch für die nächste Ebene. Wie ich Ultra Greed damit fertig machen soll? Ich habe keinen blassen Schimmer, Mann. Aber da sind wir auch noch nicht. Und vielleicht kommen wir auch da niemals an. Scheiße, okay. Gut. Gib mir was Krasses. Mhm. Mhm. Das macht irgendwie irgendwas. Das macht irgendwas aus meinem Blut und sowas. Ist überhaupt nicht cool. Brauche ich nicht. Jesus Juice, das bräuchte ich vielleicht ein bisschen. Oder was ist das für ein Ding? Ist das wieder ein tolles Space Item? Okay, so, lass uns erstmal ein paar Wellen machen. Und ja, genau. Genau, 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 genau. Eigentlich, ouch. Eigentlich müsste ich die ganze Zeit ausweichen und die Gegner am Leben lassen und dann am Ende alle zu Kackhäufchen machen. Das wäre eigentlich der Superplan. Okay, pass auf. Wir warten jetzt einfach. Ich versuche abzuhauen. Guck mal, die spawnen auch sehr schnell. Bloß nicht getroffen werden. Die nächste Welle ist da. Guck mal, das läuft ja perfekt. Okay, jetzt nur ausweichen. Nur ausweichen. Alles easy peasy. Easy ausweichen einfach nur. Easy ausweichen. Oh, scheiße. Dieser Envy wird aber nicht verwandelt, oder? Easy ausweichen. Easy, easy. Wie viele Wellen noch? So ein paar. Autsch, autsch, autsch. Ist okay. Ist okay, getroffen zu werden. Nichts, wofür man sich schämen sollte. Jetzt kommt die sechste Welle. Okay. Jetzt habe ich sie mit dem schwarzen Herzchen umgelegt. Sehr gut. Okay, wir setzen es ein. Wir setzen es ein. Gleich bei der nächsten Welle. Und jetzt. Boom. So, weg mit euch. Drecksäcken. Okay, diese Dinger leben aber noch. Wir haben jetzt hier leider ein rotes Herzchen mitgenommen, was ziemlich Bullshit ist, aber scheiß drauf. Oh mein Gott. Okay, die Geister. Ah. Sehr gut, wir haben ein bisschen gut Money bekommen. Da ist ein Unsichtbarer gewesen, den ich nicht gesehen habe. So, okay, dann nehmen wir halt das schon mit, gehen jetzt noch in den Zacki-Zacki-Raum rein. Hallo? Zwei Bomben bekommen. Okay, okay, okay. Ist cool, ist cool, ist cool. Na, was macht das Item? Ist wieder ein Space-Item. Oh mein Gott. Okay, hat die Mod auch andere Items? Ich frag für einen Freund. Hat sie auch passive Items? Hm? Okay. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Alles gut, alles gut, alles gut. Quicker Charge. Nope, nope, nope. Ich brauch, Jesus Juice. Ich brauch Jesus Juice, bitte.
Okay, was war hier drin? Ja, das nehmen wir auch mit. Das nehme ich einfach Mass Blood Loss. Ja, funktioniert ja eh nicht. Funktioniert ja eh nicht. Scheiß die Wand an. Okay. Gut. Wir sagen einfach mal, dass ich was falsch installiert habe, okay? Aber trotzdem wäre es schön, auch mal Nicht-Space-Items zu finden in dieser Mod. Verdammte Scheiße. Okay. Zack, zack, zack. Sagen wir einfach mal, das liegt an mir, dass irgendetwas falsch installiert ist. Oder dass die Items im Greedier-Mode nicht funktionieren. Vielleicht habe ich das Kleingedruckte nicht gelesen. Scheiße, tut mir sehr leid. Gut, Jesus Juice können wir schon mal holen. Wir könnten auch Reroll und noch etwas Krasseres finden, aber eigentlich bin ich zufrieden mit den kleinen Dingen im Leben. Guppy's Paw wäre halt noch jetzt richtig. Also wenn wir Guppy's Paw im Devil Deal jetzt bekommen, wäre das optimal. Komm, schieß mal hier rein. Autsch, nicht du. Oh, was? Das hat nicht getroffen? Was? Wieso trifft das nicht? Schieß mal hier unten rein. Schieß mal hier unten rein. Okay, dieser Kopf kann weg, aber komm, schieß mal hier. Ja, 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 ja. Komm her, komm her, komm her. Ja, fein. Ja, gut machst du das. Gut machst du das. Wir nehmen das blaue Herzchen noch nicht mit. So, jetzt kommen wir aber weiter runter hier. Weiter runter. Komm her. Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Weiter runter, bitte. Bitte kommen Sie weiter runter. So, ich brauche deine Hilfe. Ja, super. Noch ein blaues Herzchen. Perfekt, Mann. Perfekt. Perfekt ist das einfach nur. So, waren im Shop noch blaue Herzchen? Okay, okay, pass auf. Dann machen wir jetzt diesen Shit hier. Oder gab es hier noch blaue Herzchen? Okay, Jesus, du musst erstmal mitnehmen. Super. Plus 70 Damage? Also 0,7 nur? Scheiße, ich habe ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Okay, machen wir uns mal Schaden. So, haben den auf Babylon-Effekt. Super, plus 3 Damage noch. Okay, nehmen diese Teile hier mit und versuchen jetzt nicht zu sterben an diesen Dingern hier. Oh, scheiße, sind das zwei von denen? Das sind zwei von denen, die jetzt random rumschießen werden? Okay, komm schon, einer von denen muss sterben. Einer von denen muss sterben. Oh, bloß nicht dieser random. Oh, da ist der Himmelsangriff, der random ist. Wenn die beide gleichzeitig machen, ist ja voll im Arsch alles. So. Okay, okay, okay. Und was haben wir hier? Oh, verdammt, ist aber nicht schlecht. Kein Guppy's Paw, aber ist nicht schlecht, Mann. Ist nicht schlecht. Wir mogeln uns jetzt irgendwie durch und werden auf jeden Fall Spaß haben, Ultra Greed zu bekämpfen mit unseren nicht vorhandenen coolen Items. So, let's go, Mann. Let's go. So, und gleich muss ich auf jeden Fall die Dinger verwandeln, bevor ich getroffen werde. Denn das war eben gerade eine Verschwendung. So, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, 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 okay. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, nicht wahr? Gut, das könnten wir mitnehmen, um ein bisschen Fire Rate zu erhöhen. Das könnte uns ganz gut tun. Hanged Man. Setze ich, glaube ich, erst bei, okay, wartet mal. Ich kill mal diese Typen hier. So, das ist auch sehr schön, dass wir diesen Typen hier haben. Denn durch Schaden könnten wir jetzt auch die Chance bekommen. Warte, zieht der ein? Okay, ein halbes Herzchen immer noch ab, okay. Das Samenangebot hole ich mir mal ganz kurz. Okay. Eigentlich kriege ich durch Schaden ja auch rote Herzchen. Cool, ein Baby, das uns Pillen gibt. Wow. Okay, egal. Money, sehr schön. Bloß nicht das rote Herzchen mitnehmen. Bloß nicht mitnehmen das rote Herzchen, aber ich hätte gern das Money. Okay. So, wir sind schon auf dieser Ebene. Heilige Scheiße. Okay, okay, okay. Ein Gamebreak wäre nicht schlecht, nicht wahr? Ich töte dich mal ganz kurz. Auf Wiedersehen. Okay, eine Bombe wiederbekommen. Das ist sehr schön. Gehe ich in den Zacki-Zacki-Raum rein? Ich gehe rein. Okay. Werden leider nicht direkt reingeportet. Ah, Heimraum? Ah, nicht erwischt. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, let's go, Mann. In Kacke alles verwandeln. Flups. So, weil wir eine Aufladung haben. Das wäre jetzt Verschwendung, wenn wir es jetzt nicht eingesetzt hätten. Und jetzt muss ich eigentlich am Leben lassen. Jetzt muss ich am Leben lassen, bis ich mein Ding wieder aufgeladen habe. Außer es ist ein bisschen zu heftig. Wobei, die könnte ich töten, weil... Oh, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, zwei Aufladungen noch, zwei Wellen noch, zwei Wellen noch. Dann ist alles cool. Hört auf, alles zu töten, bitte. Oh, nein. Okay, komm schon, eine Welle noch. Eine Welle noch. Komm schon, zwei, eins. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, yes. Das ist auch ganz cool, ne? Das habe ich noch nie bedacht, dass man das hier einsetzen kann mit diesem Trinket. Das ist auch ganz cool. Deswegen will ich diese Aufnahme jetzt nicht wegschmeißen, weil wir hier eine interessante Combo haben für den Greedier Mode, die ich noch nicht selber eingesetzt hatte. Und jetzt einfach nur reinschießen und hoffentlich mit dem Laser irgendwas treffen. So. Oh mein Gott, was war das für ein Geräusch? Ach, Rackman. Gerade nicht erkannt, zu welchen Gegnern das Geräusch gehört da. Okay, guck mal, da haben wir ein bisschen Stuff bekommen. Sogar blaue Herzchen.
Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Das Money ist ja voll am Bean. Okay, das nehmen wir mit. Und jetzt einmal rerollen. Flops. Das ist auch ein Damage-Up, das nehme ich mit. Ich nehme jetzt alles mit, was cool ist. Okay, das Baby nehmen wir auch mit. Droppt es halt ein paar Pillen, ist mir doch egal. Rote Herzchen. Okay, let's go, weiter geht's. Oh, Engel bekämpfen, kein Problem. Oh Gott. Er schießt über Kreuz. Unser Space-Item aufladen kriegen wir jetzt eh nicht mehr hin, außer wir kaufen uns eine Batterie. Nicht das rote Herzchen mitnehmen. Das ist wichtig. Das rote Herzchen darf nicht mitgenommen werden. Ist ein bisschen schwer, Mann. Ist auch schwer bei Ultra Greed dann, weil der wird uns sicherlich oft treffen und dann rote Herzchen droppen. That's not good, man. That's not good. So. Ich hoffe, der Devil Deal wird jetzt mega krass reinhauen. Sensen oder sowas, Mann. Sensen würden jetzt voll helfen. Okay, okay, okay. Devil Deal, let's go. Oh, shit, 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 shit. Okay, okay. Mit Blitzen schön diese ganzen Gegner hier erledigen. Ich häng fest. Oh, Gott. Nicht cool, Mann. Nicht cool. Wir können auf jeden Fall noch einmal irgendwas in Scheiße verwandeln gleich. Yo, spawn doch in mir. Könnte natürlich auch eine 48 Energy Pille sein, diese Pille. Sollen wir gleich eine Pille mitnehmen? Komm schon. Okay, da ist er. Vielleicht ist es eine Balls of Steel Pille. Eine Full Health Pille. Wetten? Guck mal. Nee, Telepille bestimmt. Pass auf, warte, bevor wir das einsetzen, gehe ich in den Devil Deal aber rein. Habe dich, das ist schön. Okay, ich nehme auf jeden Fall das mit. Full Health. Oh, Range Down. Okay, okay, pass auf. Und weiter geht's. Komm schon, wir droppen uns jetzt was richtig Cooles. Full Health. Relax. Okay, da könnte ein rotes Herzchen drin sein. Perfekt. Und go. Komm schon. Wieso spawnen wir so keine? Oh nein, der Akku ist leer, oder was? Nee, warte, was passiert? Hä? Alles gut, Mann. Nicht, dass es jetzt alles abstürzt hier. Okay, weiter geht's. Ich verliere Leben, ich weiß, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er uns echt was Beschissenes geben wird. Oh mein Gott. Okay, das könnten wir dann auch mitnehmen. Let's go, ein paar Kreise zieren. Hundefutter haben wir hier. Und so. Cool. Warte mal ganz kurz, ich clear mal das hier. Vielleicht ist hier auch noch etwas drin. Haben wir etwas gedroppt? Nein. Ich könnte das hier rerollen mal ganz kurz und vielleicht ein blaues Herzchen bekommen wenigstens. Ein blaues Herzchen. Komm mal, das würde sich schon lohnen. Ein blaues Herzchen? Nein. Ein blaues Herzchen irgendwo? Nein. Okay. Ein blaues Herzchen? Ja, da ist es. Kann ich mir nicht holen. Gut, weiter geht's. Was ist das für eine Trollaufnahme hier? Was ist das für eine Trollaufnahme? Ich habe das Gefühl, ich troll mich selber gerade. Oh, Mama Mia. So, let's go. Und da kommt der Boss. Den machen wir fertig. Die Kackhäufchen-Aufladung behalten wir aber ganz kurz gleich. Hier ist noch eine Pille, die bestimmt mega cool ist. Setzen wir hier ein, falls es... Okay, ist eine Bad Trip-Pille. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hey. Okay, dann machen wir jetzt mal diesen Typen hier fertig. Und es macht sehr viel Spaß mit wenig Damage. Ja... Okay, so, let's go, let's go. Einfach reinballern, einfach reinballern. Wir geben unser Bestes. Eigentlich wäre jetzt, ich glaube, es wäre schöner, jetzt zu sterben, ganz ehrlich. Also, ich will jetzt keine negative Stimmung verbreiten, aber es wäre jetzt schön, eigentlich zu sterben, wäre angenehmer, als den jetzt zu bekämpfen. Okay, ich könnte die Gegner doch eigentlich verwandeln, weil die könnten auch Leben droppen und so ein Shit. Also, wenn er gleich Dinge beschwört, lasse ich auf jeden Fall alle Schlüssel am Leben und lasse sie in Kackhäufchen verwandeln. Die könnten Leben droppen. Let's go. Let's go. Guck mal, wir haben ihn schon sehr viel abgezogen, ne? Komm, drop Schlüssel. Es ist Leben. Nee, das will ich nicht, dass du dich heilst. I don't like this. Weg damit. Hör auf. Hör auf, dich zu heilen. Bomben, auch verboten. Jetzt muss ich aufpassen. Autsch, ja, deswegen auch. Scheiße, Mann, scheiße. Weg her mit dem Geld, weil mit dem Geld heilt er sich. Und hier oben sind noch Münzen gedroppt. Die müssen wir alle mitnehmen. Schlüssel, okay, pass auf. Die lasse ich jetzt alle droppen. Flup, 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 flup. Los, mach. Wupp, 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 wupp. Sehr schön. Und jetzt. Pass auf, jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt pass auf, Mann. Puh. Ja, und jetzt droppen die hoffentlich gleich irgendwie Leben oder sowas. Rotes Herzchen kann ich eigentlich theoretisch mitnehmen. Okay, jetzt soll das Geld nicht aufheben, verdammt nochmal. Noch mehr Schlüssel. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Nicht das Geld aufheben. Weil der Hauf-Babylon-Effekt geht ja jetzt nicht weg. Das ist halt das Tolle. Das habe ich vergessen, Mann, dass der Hauf-Babylon-Effekt ja gar nicht weggeht. So, Feuer, Feuer, Feuer. Wir haben 4 Herzchen. Das wird auf jeden Fall voll schief gehen. So, schaltet in 10 Minuten nochmal ein. Dann bin ich fertig. Okay.
Zum Glück haben wir den Laser, Mann. Ohne Laser wäre das jetzt echt abgefahren, Kacke. Aber der Devil Deal war auch ziemlich scheiße, ne? Hätte ich den Razorblade, wäre auch... Ach, diese blöde Space-Items, dass die nicht funktionieren, Mann. Pfeffer ist bestimmt voll das OP-Item. Wir hatten es aber schon mal. Ich habe vergessen, was es war. Wir hatten Pfeffer schon mal. Das liegt bestimmt an der Mütze, oder? Dass die Dinger nicht funktionieren. Die Space-Items, es liegt an der Mütze, Mann. Es liegt an der Mütze. So. Gott, ich will ein Ultra-Greed. So, Hauptsache der Vogel hilft mit. Das ist schon mal sehr schön. Ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Und der Vogel hilft mit, Mann. Der Vogel hilft mit. So, Mann, ich will's Power wäre jetzt auch ganz nett. Zack, 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 zack. Bloß nicht die Explosion in mich rein. Dankeschön. So. Okay, cool. Macht er sich eigentlich auch selber Schaden mit den Bomben? Wird cool. Ah, oh, noch mehr Schlüssel. Geh bloß weg damit. Oh, shit. Shit, shit, shit. Das sind viele, die jetzt spawnen. Das sind viele, die spawnen. Es sind aber auch viele, die sterben. So. Hey, die erste Form haben wir gleich. Oh nein, er hat mich erwischt, Mann. Hey, die erste Form haben wir. Jetzt nochmal 10 Minuten kämpfen. Scheiße, hat er nicht sogar mehr Leben oder weniger Leben? Ich weiß gar nicht mehr. Die Spritze, die zerstört ja Steine und anscheinend habe ich Ultra Greed mit einer Spritze zerstört. Das geht? Oh mein Gott. Oder ist es verbuggt? Habe ich ihn mit einer Spritze zerstört, während er versteinert war? Oh. Ist das das gewesen? Weil die Spritze tötet ja auch Steine. Das macht sie. Oder war das ein Bug? Was war es jetzt? Das muss man testen. Testet es. Spielt diesen Seed. Bekommt die Spritze. Ah, ich weiß gar nicht, ob ihr die bekommt, wenn ihr ohne Mods spielt. Scheiße, Mann. Das müssen wir testen, ob die Spritze Ultra Greed zerstört. One-hitted. Wie cool ist das denn bitte? Wie cool ist das denn bitte? Damit vielen Dank fürs Zusehen. Wir mussten ihn nicht bekämpfen, Mann. Ich habe ihn mit der Spritze zerstört. Mit dieser hier, die geschossen wird da. Die zerstört auch so Steinköpfe und alles Mögliche. Also Steinstatuen, die auf dich schießen. Na, diese Spritze da, die gleich auftaucht. Jeden Moment. Hier drüben. Pass auf, gleich ist sie da. Ist sie schon geflogen oder? Da ist sie. Oh Gott, wir hatten so ein Glück, dass sie geflogen ist. Da ist sie nochmal. Wow. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Und ich muss unbedingt checken, was mit den Space Items ist. Bis dann. Krass. Cool.